Drei Textzeilen der deutschen Unterlegung. Sie hören jetzt, und ich weiß nicht, ob damals 1847 die 400 Männersänger so fulminant gesungen haben wie unser gemischter Chor gleich. Erste Zeile: Ehre sei Gott in der Höhe. Dritte Zeile: Herr, erhöre uns am festlichen Tag. Und zu einem Kirchenlied, das Max Bruch dann zitiert: Machet hoch die Tore und die Türen weit. Es musizieren die sieben versammelten Chöre. Es musiziert die Musikalische Akademie von 1812 zu Burscheid. An der Orgel Domorganist Rolf Müller. Am Stab Andreas Meissner. Gutes Gelingen!